So, meine Damen und Herren, da wären wir wieder bei Isla Dorada, Folge 3. Und wir haben in der letzten Folge einen sehr genervten Geist getroffen. Der fand das nicht so rosig. Ich meine, was haben wir jetzt hier? Rolle, zwei Haken und ein Schleifstein. Aber wo brauchen wir den? Das ist die Frage der Frage. Da gehen. Ach, hier glitzert ein Durchgang. Okay. Das schaut nice aus. Und hier erwartet uns auch wieder ein Rätsel. Aber hier ist auch ein Goldstück der Maske. Deswegen machen wir das erst zuerst. Okay, einen Korken brauchen wir. Das ist kein Korken. Schauen wir mal einen Korken. Da ist ein Korken. Den brauchen wir aber nicht. Ah, Korken. Feuerholz, das ist das. Horuskanube. Also eine Horuskanube ist quasi die Dinger, wo in Ägypten die Innereien der Mumien verlagert wurden. Das Herz, die Nieren, die Lunge und so weiter. Haifischzahn. Könnte das hier sein? Aschenbecher. Ja. Das vielleicht? Nee. Da? Aschenbecher. Räucherstäbchen sind hier. Ja, okay. Nehmen wir das und das gleich mit. Eine Limette. Das ist das hier. Löwenzahn. Jetzt brauchen wir noch Peter Lustig, dann ist es perfekt. So. Limette. Noch eine Limette. Oh, okay. Maiskolben. Rote Beete. Also eine rote Beete-Knolle, wenn ich bitten darf. Und der rote Beete hast du jetzt viel voll können. Die Knolle, ein Salat und so weiter. Da haben wir das Horn. Großer Löffel. Dominostein. Eine Narzisse, die ist hier. Eine Gabel ist da. Und ein Skarabäus. Ein lebendiger Skarabäus, mal ausnahmsweise. Du hast ein neues Stück des Artefakts gesammelt. Das kann auch ein bisschen dauern, bis die Maske wieder komplett ist. Also erwartet uns hier eine Menge Abenteuer auf jeden Fall. Mal schauen, was das ist. Das Puzzle fehlt ein. Dem Puzzle fehlt ein Stück. Ja, was für ein Stück fehlt dem? Ein Haken vielleicht? Ja, ist mir schon klar. Jetzt brauchst du mir nicht 100-mal sagen, da fehlt ein Teil dafür. Ernsthaft? Hier glitzert uns auch was entgegen. Mal krieg ich das auch gleich mal. Den Thron hatten wir doch schon mal, oder? Nur bei Nacht. Okay, Pergamentrolle. Numero oder Papyrus. Pergamentrolle. Eine Pergamentrolle. Pergamentrolle. Gute Frage. Alter, habe ich jetzt haufenweise Gegenstände hier. Okay, ein Rubin könnte uns nützlich sein. Okay, da habe ich gleich den nächsten Gegenstand hier. Alles klar, das ging jetzt ein bisschen flott. Aber das ist gut. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Okay, das war jetzt wirklich einfach. Was haben wir jetzt bekommen? Die haben einen komischen Edelstein, oder? Ob man da bei denen was machen kann mit einem Edelstein? Ich glaube zwar nicht. Aber mal schauen. Nee. This ruby looks like it fits perfectly inside this lock. If I put it inside, it might help me unblock the whole mechanism. Es sieht so aus, als würde dieser Rubin perfekt in das Schloss passen. Wenn ich ihn reinsetze, hilft er mir vielleicht dabei, den ganzen Mechanismus in Gang zu bringen. Also den komischen Rubin. Ja gut, Tasche mal weg. Positioniere den Rubin, den du davor gefunden hast, im Loch oben links.
mit der Nacht zum Loch unten rechts zu führen. Verschiebe die Blöcke einzeln, um die Rubinen verschieben zu können. Die Lesung benötigt 21 Schritte, sei darauf gefasst. Was? Okay. Mal gut überlegen, wenn ich jetzt das hier hochschiebe und schiebe das hier nach hinten, dann kann der hier schon mal ein Stück nach unten. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier hinschiebe, kann ich das hier runterschieben und den hier reinsetzen. Dann ziehe ich das hier auch hoch, das hier auch hoch, das hier rüber. Und schon habe ich schon was versagt. Wie kann man denn hier nicht neu starten oder so? Wenn ich das jetzt ganz nach oben schiebe, das hier Seite. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich will das Rätsel jetzt aber überspringen ist für Weicheier. Also bin ich eigentlich quasi schon eins, weil ich sehr oft viele Wimmelbildrätsel übersprungen habe. Warte mal, wenn ich jetzt so mache. Nee, das wird nichts bringen. Weil ich das quasi schon verbaut. Okay, ich setze mal den Stein hier rüber. Ah, komm, geh da halt rein. So. Muss ich das eine so hinsetzen, dann... Ja, ob das sowas bringt... Ah, schaut mal. Sesam, öffne dich. Ohne. Stell dir einfach dieses gewackeltes, geschütteltes Gerüttel vor, ja? This path obviously leads off into the forest. It must lead to an important site for the two areas to be directly connected like this. I'll go check it out as soon as I'm done searching this place. Dieser Weg führt offensichtlich in den Wald. Er muss zu einem wichtigen Ort führen, so wie die beiden Gegenden miteinander verbunden sind. Soweit ich diesen Platz durchsucht habe, werde ich den Weg genauer unter die Lupe nehmen. So, unsere Maske flippt aber nicht aus. Hi. Nasenpuppeln. Ey, besser Nasenpuppeln als Augenpuppeln. Augenpuppeln tut weh. So, dann haben wir hier wieder was Schönes. Eine Tasse. Ja, da ist die Tasse. Oder? Nee. Hm? Okay, eine ganz ruhig, ganz geschmeidig. Wir haben Zeit. Okay, das ist eine Tasse, eindeutig. Statue 2. Okay. Statue. Die könnte auch im Boden liegen so. Das könnte auch eine Statue sein. Oder die da hinten. Ach, nichts, diesmal nichts gezeichnetes. Schade. Jetzt wird's aber kriminell mit Statuen angeblich. Das war die Statue. Okay, Holz, was... Holzküppel. Meinst du nicht Holzknüppel? Also die Übersetzungsfehler sind hier wieder reichhaltig. Wo Bündel ist hier oben? Ein Gecko, den nehmen wir gleich mit. Jetzt kam irgendwie der Sound von wegen, das könnte nützlich sein. Steinschleuder.
Hier eine Vase brauchen wir noch. Und eine Holzkuppel. Ich weiß nicht, was ein Holzkuppel ist. Ich habe keine Ahnung, ich muss einen Tipp nehmen. Übel. Do you mind telling me what you intend to do with my poor old lizard? It's my Camellio, and it is both my companion and my good luck charm. Did I ever come to your house to steal your cat or dog? You're just like everybody else. You think you can do whatever you want, don't you? Clear off, and take this with you, since it's the only thing you and the others seem to be interested in. Boah, die ist aber aggressiv. Magst du mir vielleicht sagen, was du mit meinen armen alten Eidechse zu tun gedenkst? Sie ist mein Camellio, mein Gefährte und Glücksbringer. Bin ich jemals bei dir aufgekreuzt und habe deinen Hund oder deine Katze gestohlen? Bist wie alle anderen auch. Du glaubst, du kannst tun, was immer du willst. Geh bloß weg hier und nimm das mit. Es scheint sowieso das Einzige zu sein, was dich all die anderen interessiert. I'm really sorry, ma'am. I didn't think. Es tut mir wirklich leid, gnädige Frau. Ich dachte nicht. Yes, yes, of course. As if it's the first time you've tried that with me. Do you think I've lost my memory? Go on. Off with you, I said. Ja, ja, sicher. Als ob dies das erste Mal wäre, dass du das mit mir probierst. Denkst du, ich hätte mein Gedächtnis verloren? Los, weg mit dir. Hab ich gesagt. But, ma'am, I don't understand. Aber ich verstehe nicht ganz. Out. Raus. So, bin ich jetzt in einem Wimmelbild? Ich will mich nicht beschweren oder so, ja? Lorbeer. Lorbeer ist doch eine Pflanze, oder nicht? Ja gut, machen wir mal das nächste hier. Pferd. Statue. Revolver. Jetzt kommt Basilikum. Oh Gott. Ja, jetzt geliebter Gecko, den wir nicht mitnehmen dürfen. Also es ist ein bisschen schwierig, wenn das Ganze hier so komisch blau ist. So. Für den kleinen Unterbrecher, ich musste ganz kurz was machen. Den habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen oder vielleicht doch, wer weiß. So, jetzt kommt jetzt nicht wieder das hier rumgeklicke. Wir brauchen Lorbeer. Ist es jetzt eine Beere? Ist das jetzt die. Da ist Lorbeer. Dann brauchen wir wieder ihren Gecko. Ein Holztäfelchen. Das Holztäfelchen. Also was auf Holz geschnitzt ist. Das hier, oder? Nö, darf ich nicht anklicken. Alles klar. Nehmen wir trotzdem mal mit. Ein Holztäfelchen. Das wahrscheinlich. Dann suchen wir wieder einen Haken an der Geschichte, den wir ja immer wieder finden. Ein Haken. Ja, das kann ja nur der sein. Tintenfass ist das. Ein Fingerhut habe ich auch gerade irgendwie aus den Augen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann gesehen aus dem Augenwinkel. So, Fingerhütchen da oben. Eine Schere. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir jedes Wimmelbildspiel, was ich bis jetzt für euch Let's Played habe, ja? Und wie gesagt, ich habe noch eine Menge auf Steam und auch eine Menge auf Original dahinter mir liegen. Und die werde ich für euch alle Let's Playen, solange halt eben Windows 10 das zulässt oder sogar OBS. Weil hier hat es schon zu kämpfen, OBS, weil es aus dem Jahr 2010 ist. Isla Dora ist ja eigentlich ein Brettspiel gewesen oder ist ein Brettspiel. Und das wurde dann umgesetzt zu einem Wimmelbildspiel auch noch. Wo ist ein Stoßzahn? Erstmal hier unten gucken. Stoßzahn.
Also 2014 wurde das Brettspiel erfunden, Isla Dora. Und 2010, soviel ich meine Infos richtig stimmen, ist es zu einem Wimmelbildspiel auch umgebaut worden. Ich habe jetzt nicht den Stoßzahn. War ganz schön komisch, komischer Stoßzahn. Und wieder ein Stück des Artefakts. Es wird noch ein bisschen sich in die Länge ziehen, habe ich das Gefühl. Das Spiel, aber das ist auch gut so. Hier ist nichts zu sehen, wirklich. Aber hier, die Straße glitzert wieder. Das heißt, wir können ein Stück weitergehen. This machete weighs a ton, and this path seems absolutely never ending. Hey, what the? Der sieht nicht glücklich aus, der Typ da, der da gerade steht. Also, by the way. Also, der da hier. Well, well, another adventurer. You seem more sophisticated than the rest. So maybe you'll prove to be a bit smarter. Stranger, you stand before Kebso and should thank the gods for granting you such a great honor. I am the high priest of the worshippers of Sobek, the crocodile god, and god of all gods. So, so, noch ein Abenteurer. Du scheinst ein wenig gesitterter zu sein als die anderen. Vielleicht bist du auch ein bisschen schlauer. Fremder, du stehst vor Kebso und solltest den Göttern danken, dass sie dir solche Ehre zukommen zu lassen. Ich bin der Hohepriester der Verehrer von Sobek, des Krokodilgottes und Gott aller Götter, also sprich Ägypten. Weil Sobek ist ein ägyptischer Krokodilgott. You should be grateful of your own fortune, for I am none other than the pure reincarnation of Sobek. His wisdom be praised. You may bow down before me. You should be kind to crocodiles, you know, and all animals too. Take heed of this advice. So, why aren't you bowing? Oh Gott. Du solltest für dein eigenes Glück dankbar sein. Ich bin nämlich nicht weniger als die reine Reinkarnation Sobeks, sein Weisheit, sein Gelob. Verbeuge dich vor mir, sei nett zu Krokodilen und zu allen anderen Tieren auch. Nehmen wir diesen Rat zu Herzen. Worauf wartest du? Warum verbeugst du dich nicht? Ich würde den Teufel tun, mich bei dir zu verbeugen. Ach, hier, schaut mal. Oh. Ah, schon wieder das gleiche. Hä? Das ist aber. Wir reisen quasi in der Zeit zurück zu Wimmelbildern, wo wir schon waren. Bernstein? Frauenstatue? Wo ist denn hier eine Frauenstatue? Da. Lachs. Mache bloß keine Flachsen. Flachsen ist irgendeine Blüte. Blaue Blüte in einem blauen. Boah, Alter. Lachs. Hä, wo soll denn Flachs sein hier? Warte mal, ich mach mal wieder meinen Scan-Modus. Lachs. Okay, dann das hätte auch Flachs sein können, ist es auch. Die Biene, ein Buch. Da hinten. Ein Apfel, hier. Eine Kamille. Eine Eidechse, mal wieder. Ein Schädel, der ist hier. Eine Melone, das ist hier. Holzstück, hier. Streicheisen da. Sonnenuhr.
Sonnenuhr. Da oben. Da ist die Kerze. Kirschen waren hier Kangen. Balken nehmen wir jetzt auch diesmal mit. Großer Löffel und ein Kelch. Der hier wahrscheinlich. Du hast ein Stück des Artefakts gesammelt. Jetzt kann er wenigstens uns schon mal angucken. Ja, Daktis hat mich auch was noch. Das habe ich mir schon gedacht. Ich gehe jetzt immer noch mal nach links. Da geht's nach draußen. Da glitzert mir auch noch was an. Ein Rätsel. Okay, wahrscheinlich Memory. Seht ihr 16 Tierfächern. Es gibt 8 identische Symbolpaare. Wenn du die Tierfächern versteckst, musst du sie einzeln umdrehen, aber maximal 2 pro Mal. Wenn diese unendlich und unterschiedlich sind, musst du sie wieder verdecken. Merke, die Symbolpaare zielt das. Ja, es ist Memory. Da brauche ich gar nicht weiter vorlesen. Es ist halt Memory. Und fertig. Was hat mir das jetzt gebracht? Ist da irgendwas aufgegangen oder... Hallo? Ja, hier glitzert jetzt das Bücherregal. Goldstück. Achso, wieder so ein Stück für... irgendwas. Goldstück, Goldstück, Goldstück. Alles, was golden ist. Da. Grüne Kanuppe. Da. Scarabeus 1. Das war Scarabeus 2. Okay. Steht bloß noch Scarabeus 1. Da ist Scarabeus 1. Kaktus. Zeichnung 2. Hier diesmal nicht. Diesmal da. Dolch. Einfach wieder Scan-Modus. Dolch, 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 Dolch. Bist du ein Dolch? Nee, du bist kein Dolch. Da ist ein Dolch. Ein Schirm. Hier. Statue 2. Ein Becher. Ein Ball. Eine weiße Kanuppe. Hier, wegen dem Gesicht wahrscheinlich. Zeichnung 1. Dann eine Raupe. Die habe ich doch gerade wie wild angeklickt. Wo war die nochmal? Hier. Blaue Kanuppe. Wieder eine Statue. Ein Teller. Natronsalz. Wahrscheinlich das. Können wir später noch gebrauchen, okay. Und ein Salzstreuer. Das ist kein Salzstreuer, okay. Das ist ein Salzstreuer. Okay, was haben wir jetzt bekommen? Natronsalz. Hat wahrscheinlich einer der Mumien Sodbrennen oder sowas. Uns das mal hier an. Warum gibst du Anubis nicht ein bisschen Natronsalz? Ihm macht das Salz, okay. This door is designed in a weird way. Looks like it's trying to open on its own. It seems to be moving. It even looks porous. How bizarre. I should apply something to it that can help speed things up. Diese Tür ist eine seltsame Konstrukt. Ist ein seltsames Konstrukt. Es sieht so aus, als würde sie sich selber öffnen wollen. Sie scheint sich zu bewegen. Sie sieht geradezu porös aus. Die ist sonderbar. Ich sollte vielleicht etwas darauf auftragen, um die Dinge zu beschleunigen. It's not enough. Maybe the scroll which that unfriendly spirit gave me will help. Es reicht nicht. Vielleicht kann ich mir die Schrift von
Es reicht nicht, vielleicht kann mir die Schriftrolle nützen, die mir der unfreundliche Geist gegeben hat. Der war nicht unfreundlich, der war genervt. Und jetzt? Hi. Oh, you've come back. Osiris be praised. You finally took pity on me. Help me, I beg of you. As I said, I must look respectable to present myself before the gods. So I have to hide this shin bone. But by Seth, I have run out of linen, and I can't walk. I beg you to go and look inside that chest, to see if you can find me some. Ah, du bist zurückgekommen. Gelobt sei Osiris, du hast endlich Mitleid mit mir. Hilf mir, ich flehe dich an. Wie ich dir gesagt habe, muss ich ansehnlich sein, um vor die Götter zu treten zu können. Also muss ich dieses Schienbein verstecken, aber die Leinbandage sind mir ausgegangen und ich kann... Ich gehe, bitte sehe in dieser Truhe nach, ob da welche findest. In exchange for this, I promise to help you with your quest. But more importantly, I will give you a reward that no adventurer has ever laid eyes on before. Cowards that they were. Im Gegenzug dafür verspreche ich dir, bei deiner Suche zu helfen. Aber noch wichtiger, ich gebe dir eine Belohnung, die kein Abenteuer vor dir gesehen hat. Feige sie, wie sie waren. Well, there you go all over again. Who on earth do these people think I am? Da wären wir wieder. Der Spielchen beginnt von vorne. Wer zum Henker glauben diese Leute, dass ich bin? So, dann schauen wir mal in die Truhe rein. Okay. Zeichnung. E-Kessel. Moment, hier. Blauer Faden. Hier. Jawohl, war gleich da. Das finde ich immer lustig, wenn die... Wenn Gegenstand auf Gegenstand auf Gegenstand ist. Diesmal ist es nicht der Haken, okay. Wo soll denn hier noch ein Haken sein? Haken, Haken, Haken. Ach, der Haken. Okay, alles klar. Bumerang ist hier. Leinenbandage zweimal. Könnte noch nützlich sein. Da war die andere. Papyrus. Papyrus-Notizen. Die nicht. Okay, einen Briefumschlag einfach gefunden. Wo sind denn Papyrus-Notizen? Das nehmen wir auch einfach mal mit. Hieroglyphen lila Faden. Hier. Leimtopf, der hier. Eine Gabel, eine Schaufel. Ich bin eigentlich nur noch die Papyrus-Notizen. Ich brauche einen Tipp. Hä? Ja, wow. Dann wieder zurück zu ihm. Ach ja, jetzt darf ich auch noch so sagen. Ja, nee, ist klar. Probier alle Knochen aus, bis du den passenden gefunden hast. Du kannst die Knochen um 180 Grad drehen und verschiedene Kombinationen ausprobieren. Die richtigen Mumien-Knochen-Kombinationen bestehen aus ein Wadenbein, zwei Hälften des Schienbeinknochens, ein Fuß, minus ein Zeh und ein Zeh. Viel Glück. Oh, wow.
Okay, das scheint schon mal zu stimmen. Nee, das kann nicht stimmen. Okay, das scheint zu stimmen. Oh Mann, Mann, Mann. Okay, das stimmt. Was Dünnes könnte das hier sein? Okay, dann soweit so gut. Thank you. You have saved my honor. Take this object with you. You will find it useful. Please follow me next door to pray and be with me during my last journey. It would be a great honor for me. Danke, dass du meine Erde gerettet hast. Nimm diesen Gegenstand mit dir, er wird dir nützlich sein. Folge mir in den Nebenraum und bete mit mir während meiner letzten Reise. Es wäre mir eine große Ehre. Ja, bloß, dass ich jetzt wieder auf einmal in der Wimmelbitte bin. Aber gut, da wieder die Eidechse. Die haben es sogar mal, diese Eidechse. Noch eine Eidechse? Ja, warum nicht? Ja, das ist eine Ratte. Ich nehme jetzt einfach die Gegenstände mit, die ich hier sehe. Wo ist denn hier noch eine Eidechse? Da. Aber irgendwie recyceln sie auch ihre Gegenstände gerade, habe ich das Gefühl. Rot. Eine Spinne. Da ist die Spinne. Ih, war das eine ekelhafte Spinne. War eine Glocke. Also manchmal, aber nur manchmal, habe ich meine Augen nicht gern. Eine Glocke. Wo soll denn die sein? Ja, komm, machen wir erstmal mit den anderen Gegenständen weiter. Weiße Feder. Da ist die Zitrone. Ein Dolch. Braunfeder habe ich auch schon gesehen. Erbsenschoten. Dolch und Glocke und Erbsenschoten. Haben wir die Erbsenschoten? Wo haben wir denn hier ein Dolch? Uff, schwierig. Also nochmal die Seite hier angucken. Glocke. Nochmal die Glocke. Da haben wir eigentlich nur noch den Dolch. Da. Yay, ich habe wieder ein Stück von der Maske. Unbelievable. That mummy just ran away faster than a racehorse. I'd better catch up with it quickly. Und glaube ich, die Mumie ist schneller weggerannt als ein Rennpferd. Ich hole sie besser schnell ein. Too late. It's already gone.
So spät, sie ist schon weg. Okay, hier soll ich sie anbeten. Die ist schon weg. Aber jetzt noch ein Stück von der Maske. Ropenhelm ist hier. Oh Gott, wieder eine Biene. Warum muss denn die Biene immer so klein sein? Da. Liegende Schüssel. Liegende Schüssel. Das war nicht das, was ich gemeint habe. Hä? Dann nehmen wir jetzt einfach mal die anderen Sachen einfach erstmal vor. Das ist eine liegende Schüssel, was soll... Ach so. Brustschmuck. Das hier. Pfefferschoten. Lass mal schauen. Pfefferschoten. Ich sehe keine Pfefferschoten. Zeichnung mal 2. Hieroglyphen. Okay, das ist keine Zeichnung. Das ist aber eine. Ein Hase. Ein Korb. Optische. Ja gut, jetzt finden wir noch die Pfefferschoten. Da. Ja, ich habe wieder eins gesammelt. Da ist ein Rätsel. This part of the wall looks pretty fragile. It's full of cracks. It looks like a secret door. It is a door. I'm sure of it now. But how on earth am I supposed to open it? Looks like I'm gonna have to deal with another one of those absurd mechanisms. Der Teil der Wand sieht ziemlich brüchig aus. Er ist voller Risse. Er wirkt wie eine Geheimtür. Es ist eine Tür. Bin mir sicher, aber wie zum Teufel sollte ich sie öffnen können? Sieht ganz so aus, als müsste ich mir wieder mit einem dieser absurden Mechanismen abmühen. Geht aber nicht irgendwie gerade. Hier glitzert es auch wieder. Aber meine Freunde, ich sage jetzt wieder an dieser Stelle mal Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Dabeisein, wenn ihr mich unterstützen wollt, mit einem Daumen nach oben natürlich. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge von Isla Dorada.